Also als drittes haben wir gehört, Professor Dr. Natalie Raskin, die jetzt auch aus den USA kommt. Ich glaube, eine russischstämmige Dame, die uns etwas über Insulinresistenz erzählt hat, und zwar die Verbindung zwischen Brain and Body, wobei wir ja immer lachen, und das war jetzt auch auf der Konferenz immer wieder ein Thema. Unsere heißgeliebte Georgia Eid, die dieses Jahr nicht da ist, Psychologin, hat ja den legendären Satz gesagt: Die Wissenschaft hat festgestellt, das Gehirn ist Teil des Körpers. Genau. Und letztlich war das auch so ein bisschen Thema jetzt. Professor Raskin hat gesagt: Nichts, was im Gehirn geschieht, bleibt dort. Das heißt, dort findet ganz viel Regulation Genau. statt. Und natürlich auch umgekehrt, nichts, was im Körper geschieht, bleibt dort und beeinflusst das Gehirn nicht. Ja? Ja. Also, und das ist quasi ein großes Problem in der ganzen bisherigen Herangehensweise, generell im was mentale Gesundheit betrifft oder psychiatrische Erkrankungen, dass man das Gehirn immer ein bisschen als so ein ja, abstraktes Ding betrachtet, halt so als wäre das komplett unabhängig und überhaupt nicht connected Genau. quasi zum restlichen Körper. Dabei Ja. braucht es ja auch immer Energie und so Dabei ist weiter. es eigentlich Viel, das ja. energiehungrigste Ja. Organ, das wir haben, und anzunehmen, dass Stoffwechselfehlregulationen, Dysregulationen dieses unglaublich energiehungrige Organ nicht beeinflussen, ist natürlich absurd und da tut sich jetzt enorm viel. Und ihr Schwerpunkt war jetzt die Genau. Insulinresistenz. Und sie, einmal sagt sie natürlich, Insulinresistenz entwickelt sich über Dekaden. Ja? Das heißt, und das ist ja schon mal der erste Ansatz, jetzt unabhängig von dem Talk, dass wir viel zu spät schauen oder auf Marker schauen, die nicht geeignet sind, um Insulinresistenz wirklich rechtzeitig zu erkennen. Also der Blutzucker, nüchter Blutzucker, ist ja kein Marker, um wirklich früh zu erkennen. Überhaupt nicht. Das ist Ja, eigentlich das Letzte, das ist das was Letzte, was, dekompensiert, dann genau. dekompensiert das System, Und genau. wenn das passiert, ist ja schon, dann brennt Genau. die Hütte in Wirklichkeit, Und ja. letztendlich hat sie auch gesagt, Insulinresistenz, also einmal die Insulinresistenz im Gehirn macht sich anders bemerkbar als im Körper. Insulinresistenz sorgt für ein ineffektives Insulin. Das ist im Körper und Gehirn gleich oder im restlichen Körper, muss man ja sagen. Aber das Insulin hat eben ganz, ganz viele Wirkungen. Aber was eben spannend ist, auch für die Gesundheit und für die langfristige Gesundheit, es gibt halt 3 Ds, hat sie es genannt, ja, dass Insulinresistenz zu Diabetes führt. Das hat man noch so auf dem Schirm. Aber genauso wichtig, hat sie gesagt, sind eben Demenz und Depressionen. Also das kann man sich wirklich gut merken. So die 3 Ds 3D. der Insulinresistenz sind Depression, Demenz und Diabetes. Ja. Genau. Und sie haben auch schon bei Kindern geschaut und haben eben festgestellt, wenn Kinder und ja, Kinder, hat sie gesagt, nicht In der Jugendliche, zwischen 9 und 15 Jahren wenn waren wir, die genau. eine Insulinresistenz haben, dann ist schon das Signaling, also die Signalweiterleitung, sozusagen die Funktion im Hippocampus gestört, auch die Connectivity, die Verbindung der Hirnbereiche, und der Hippocampus, das ist das Seepferdchen, ist ganz wichtig für die Demenzprophylaxe, weil da sitzt sozusagen das Kurzzeitgedächtnis, das muss dann konsolidiert werden ins Langzeitgedächtnis, und im Hippocampus können lebenslang neue Zellen entstehen, damit wir immer lernen können und Erfahrung sammeln können. Und wenn dieser Hippocampus nicht wächst oder keine neuen Zellen bilden kann, wenn da die Verbindungen nicht stimmen, dann hat man natürlich ein ganz hohes Risiko für Demenz. Und sie fand eben schon bei Kindern mit Insulinresistenz Probleme im Hippocampus, um Genau. es mal so Und vor allem eben, runterzubrechen. dass Insulinresistenz korreliert mit Depressionen Auch, ja, bei Kindern, ja. genau, schon bei Schon Kindern. bei Und Kindern. eben mit diesen Störungen im Hippocampus. Und umgekehrt hat sie auch berichtet von einer Studie, wenn man es schafft, die Insulinresistenz abzumildern, zurückzudrängen, dann lassen auch zum Beispiel Depressionssymptome werden dann auch weniger. Ja, Ja. sehr, sehr spannend. Dann hat sie noch das Thema Insulinresistenz und Gehirnalterung quasi angesprochen. Ein Thema ist, dass viele Studien, die sich mit Gehirnalterung beschäftigen, nur erst eine ältere Personengruppe mit einbeziehen, so ab 65 in etwa. Ja? Und was sie sich angeschaut haben, war Menschen zwischen 25 und 50, also vor dieser Zeit. Und hier sieht man, dass das Level an Insulinresistenz ein guter Vorhersagemarker ist wirklich für Veränderungen
in der Gehirnstruktur. Genau. Und dann war noch vielleicht als Nebeneffekt, dass körperliche Bewegung, also Exercise, lässt auch den Hippocampus wachsen. Also natürlich lernen und auch ja, mit dem Gehirn aktiv sein, gute Ernährung, niedriges Insulin, aber auch eben wieder das war ja die Sportkonferenz, wieder körperliche Bewegung. Exercise, also körperliche Aktivität, lässt eben auch den Hippocampus wachsen. Und hier war dann aber, wir haben vorhin ja gesagt, die Kraftübung ist besonders gut, um die Insulinsensitivität in der Peripherie sozusagen zu erhöhen. Aber für das Hippocampusvolumen hat sich insbesondere Aerobic Exercise, also Ausdauer, also Ja, ne, aber auf der Ausdauersport. anderen Seite haben wir ja wieder sehr wohl auch die Muskulatur Ja. als endokrines Organ. Und wir wissen auch, dass Krafttraining und die Muskulatur ja Den BDNF den erhöht. BDNF erhöht, also Genau. diesen Brain-Derived Neurotrophic Factor, Factor, genau. also ein Wachstum, den Wachstumsfaktor Und für fürs den Gehirn. Hippocampus, Das genau. heißt, ich denke, Das haben alle Art beide Vorteile, ja. von Aktivität machen das. Und so als Abschluss war noch, dass auch also Störungen des Zykluses ja wo auch als Vorhersagefaktor gelten oder herangezogen werden, oder man sieht Faktoren. genau für mentale oder für Störungen der mentalen Gesundheit und bei Genau, dass Depressionen sie eben. lange vorher halt schon auftreten. Also ein guter Vorhersagefaktor. Also wenn jemand da Probleme hat oder auch wenn die Leptinwerte sehr hoch sind, dass man dann schon ein gewisses Diabetesrisiko zum Beispiel hat und eben frühzeitig eigentlich einschreiten müsste in die Ja, natürlich. Und was man einfach aus all diesen verschiedenen Aspekten natürlich sieht, ist, es gibt einfach einen starken Zusammenhang zwischen der Stoffwechselgesundheit, zwischen Insulinresistenz und der mentalen Gesundheit. Denn das Gehirn ist Teil des Körpers.